Robert Jung heute mit dem FSV Salmruhr Aufsteiger in die Oberliga bei der alten Liebe FK Pirmasens, kann ich wohl so sagen. Ja. Du bist oder wurdest oft als selbsternannter Taktikfuchs gezogen worden. Dass dem nicht ganz so ist, weiß ich. Das hat mal ein Redakteur, glaube ich, vom Südwestfunk von dir gesagt, Trainerfuchs. Ja, aber Taktikfuchs bist du ja trotzdem. Das haben wir am eigenen Leib erlebt, als du uns an der Taktiktafel noch erklärt hast, wie man dem Jürgen Klopp und Mainz 05 sein Tannenbaumsystem knacken kann. Und da wollte ich heute mal fragen, was für eine Taktik hast du dir denn ausgedacht gegen den FK Pirmasens, wo du ja sagst, FKP und FC Homburg sind die beiden stärksten Mannschaften in dieser Liga? Also ich spreche heute immer von optimaler Raumaufteilung zu Beginn vom Spiel und bei Abschlag des Gegners. Und die offensive Aufstellung ist dann, dass man 20 Meter vor der Mittellinie steht und 10 Meter hinter der Mittellinie. Heute sind wir etwas defensiver, wir stehen 10 Meter vor der Mittellinie und 20 Meter hinten dran. Können daraus aber uns immer nach vorne schieben, also bleiben flexibel auch fürs Offensivspiel. Du hast im Vorfeld einige Ausfälle oder Fastausfälle beklagt. Jetzt sind aber doch ein paar wieder anscheinend wieder fit geworden. Sind die voll leistungsfähig heute? Können die 100% gehen? Also wir haben die Woche viermal trainiert. Der Topmüller hat das Montag-Training mitgemacht, war dann krank, grippaler Infekt, hat das Abschlusstraining am Samstag mitgemacht. Und ich denke, also er kann 60, 70 Minuten spielen. Der Ferg, das ist der Zweite, dem der Muskel dazugegangen war im letzten Spiel, der hat gar nicht trainiert die Woche, hat sich Spritzen jetzt geben lassen, hat jetzt die Warmarbeit bis jetzt überstanden, hat bis jetzt noch nicht gesagt, es geht nicht. Aber es kann sein, dass er noch kommt und sagt, es geht nicht oder im Laufe des Spiels. Also wir haben schon angeschlagene Spieler dabei, aber es fehlen auch 5 Spieler. Das ist eine Tatsache. Es fehlen 3 Stürmer und es fehlen 2 offensive Mittelfeldspieler. Aber die Mannschaft, die auf dem Platz ist, ist immer noch eine gute Mannschaft und wird dem FKB wahrscheinlich alles abverlangen. Du hast eine gute Elf, vielleicht fehlt es dann an der Bank ein wenig. Und ja, Robert, wir hoffen auf ein schönes Spiel heute und wir sehen uns nach dem Spiel, glaube ich, nochmal. Ja, okay. Ich wünsche mir selbst auch ein schönes Spiel und ich freue mich natürlich, an die Stätte meines langjährigen Wirkens zurückkehren zu können. Okay. Da hoffen wir noch auf viele Zuschauer. Danke, Robert. Bis später. Ja.